Da unten ist was Böses. Da unten ist sehr viel Böses. Hallihallo, Lüchen, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Ark Survival Evolved. Und, ja. Was wollen wir denn heute machen? Ich wollte hier auf jeden Fall für meine, Waffe, für mein kleines Schießerbuff hier so einen, ja, so Ranzoom-Dings kaufen. Ranzoom-Dings kaufen, ja, genau. Wie heißt das ganze Zeug? Du hast ein Ei gelegt. Das ist schön. Sehr schönes Spiegelei. Ich glaube nicht, dass das, dass da irgendwas rausschlüpfen kann. Momentan. Patronen habe ich da. Patronen bräuchte ich auch wesentlich, wesentlich mehr. Was brauchen wir denn alles für Patronen? Dafür brauchen wir dieses Schießpulver. Dafür brauchen wir Spark Powder. Und Holzkohle. Ja, Holzkohle haben wir ja ohne Ende. Wo habe ich denn die Zementpaste gebraucht? Ach, die war ja für die Wasserflasche. Wie voll sind wir denn jetzt eigentlich? Ja, wir sind doch ziemlich ausgelastet. Kann ich ja nochmal kurz zeigen, was ich holen will. Und zwar, wo bist denn du? Weißt doch, dass ich dich gelernt habe. Ach, du bist wahrscheinlich nicht hier drin. Genau, hier drin warst du, Attachments. Waffen? Attachments. Hier, genau. Ist es Zielfernrohr. Dafür brauchen wir wesentlich mehr Metall und Kristall. Okay, das Metall sollten wir theoretisch irgendwie hinbekommen. Ich will nur nicht zweimal hinfliegen. Wir könnten theoretisch, was braucht denn viel an Platz oder an Gewicht, besser gesagt. Das Schild braucht einige Moment. Das kann ich mittlerweile schon reparieren lassen? Nee, das ist blöd. Den Bogen brauchen wir nicht. Wir haben jetzt das andere Ding, was hier ziemlich groß ist. Die Hatchet, brauchen wir die? Irgendwas kann ich hier auf jeden Fall daheim lassen. Holz habe ich ja schon rausgeschmissen. Wir sind jetzt Gewicht ziemlich gut. Wir müssen aber auch schauen, dass uns der Vogel noch trägt. Ich würde fast sagen, wir gehen mal so los, aber ich hätte gern noch ein bisschen was an den Füßen. Aber da habe ich, glaube ich, nichts. Ne, da habe ich das letzte Mal schon nichts gehabt. Ja, das kann ich momentan auch nicht reparieren. Ne, das ist auch blöd. Dann würde ich sagen, auf den Vogel und zurück zu dem, wo wir mal waren. Du bist gewichtstechnisch. Ach ja, du. Ach, das ist so blöd. Kann ich wenigstens sehen, wie viel du mit mir wiegst? Ja, okay. Also ein bisschen Metall und sowas sollte ich theoretisch holen können. Wir haben jetzt eine Nahkampf- und eine Fernkampfwaffe dabei. Wohin fliege ich denn? Wo muss ich denn überhaupt? Ich muss, glaube ich, in diese Richtung. Ja, genau. Wir können auch mal kurz da vorbeischauen bei dem Ding, was hier... Wieso bist du hier in der Nähe von meiner Basis? Wieso? Was habe ich dir getan? Ach nö, wenn der zu mir in die Basis kommt, dann ist da alles futsch. Das wäre ja richtig blöd. Soll ich mal schauen, ob ich ihn irgendwie killen kann? Ich meine, das hat ja das letzte Mal nicht so gut geklappt. So, du bist ja noch auf passiv gestellt, oder? Nein, ich will nicht... Ich will von dir runter. Jetzt bleib doch mal liegen. Stehen. Was auch immer. Du bist... Set aggression to... Attack your target. Set aggression to aggressive. Nee, du müsstest eigentlich so passen. Da wollte ich jetzt mal kurz reinschauen. Nein, nein. Das sind so zwei Blueprints, die ich schon habe. Also nicht als Blueprints, sondern gelernt. Ich dieses große böse Etwas von hier überhaupt? Nein, 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 nein. Drüben ist es. Frage ist, treffe ich von hier aus? Hoff mal. Hoff mal, das hat jetzt irgendwas gebracht. Dieses Ding hier wird sonst alles killen. Und ich glaube, es kommt hier nicht rüber. Es kommt hier nicht hoch. Nee, kommt's nicht. Sonst muss ich schnell auf meinen Vogel und verschwinden. Und ich finde jetzt auch da drüben keinen Weg, um hochzukommen. Los, schau mich doch mal an. Ja, schau mich doch mal an. Bumm. Mitten ins Gesicht. Nächste. Mitten ins Gesicht. Ist noch eine? Kann ich gerne machen. Mitten ins Gesicht. Und da bist du explodiert. Da hinten ist er hingeflogen. Oh, es ist gut. Wir haben ihn gekillt.
Wir haben den Spinosaurus gekillt. Das Ding, was sonst alles hier zunichte gemacht hätte. Oh Mann. Du gib mir jetzt das Ding. Komme ich jetzt hier vorbei? Ja. So. Dann auf dich drauf und... Na, Mann. So. Auf nach Ulm. Und dann in diese Richtung war es, glaube ich. Das hätte auch anders ausgehen können. Wobei, wir waren eigentlich ziemlich vorsichtig, dass wir da oben drauf gestanden waren. War eigentlich schon ganz gut. Ich glaube, das nächste Mal beim nächsten Level Up muss ich dein Traggewicht leveln. Also ist es einfach nur Mist. War das jetzt der, der hier rumgestreunt ist? Das heißt, ich kann hier einfach mal zwischenlanden? Ganz so. Und landen. Sollte jetzt eigentlich nichts Böses kommen. Nee, die komischen Dinger hier, ihr seid eh Angsthasen. Und bin wieder vor... Ja, das ist doch schön. Es war aber ziemlich, ja, hier in erster, also so First Person rumzufliegen ist auch ziemlich sinnlos. Mit diesem blöden Hahn da vor meiner Nase. Hm, schaut so schon schön aus. Ja, nicht hängen bleiben. Hängen bleiben böse. Wollte jetzt auch schon starten vorhin und dann ist es erstmal gecrashed. Offenbar, das ist jetzt wieder gut. Sonst muss ich mal schauen. Ich meine, ich habe den Graphic Karten Driver jetzt mal aktualisiert. Müsste dann jetzt theoretisch eigentlich mal funktionieren. So, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, weiß ich immer noch nicht, was mit Infinity Evolved ist. Los! Du sitzt. Füll dein Stamina auf, bitte. Danke. Wenn wir mal zu dem Grünen dahin fliegen, das schaut aus, als wenn es ziemlich nah wäre. Ich meine, wir können ja auch von hier aus laufen. Weiß nur nicht, ob hier irgendwas Böses ist. Wir brauchen auf jeden Fall Kristall und wir brauchen Eisen. Also Metall. Ich bin am Überlegen, sollten wir vielleicht in der Nähe von der Höhle uns mal hier irgendwas, an Gebäuden hin platzieren oder mal, oder ja, da wohnen ist halt blöd, weil dann müsste ich sämtliche von meinen Dinos, die ich bisher habe, dahin schmeißen. Das würde ewig dauern. So. Access. Unwichtig, unwichtig. Danke. Das hat mir jetzt sehr viel gebracht. So, auf nach da drüben. Ich glaube, hier oben habe ich immer geparkt. Naja. Solange da nichts Böses kommt, ist es ja egal. Und ab in die Höhle, ab in die Höhle. Nein, da runter geht's auch, aber das ist, geht ein bisschen steil runter. Da habe ich ja schon mal Probleme gehabt. Werde ich jetzt diesen Höhleneingang wiederfinden? Das ist jetzt die Frage, die ich mich am ehesten stelle. Da war, glaube ich, hier irgendwo. Sehe fast nichts. Muss ich hier wirklich die Fackel anmachen? Hier in der Nähe? Bin ja auch gerade ein bisschen leichtsinniger unterwegs. Oh Mann, ich habe vergessen, wo der Höhenangang ist. Ich meine, ich habe das letzte Mal vor einer Woche aufgenommen. Was hängt denn hier im Baum? Ach du. Das ist doch auch schön. Also irgendwo hier müsste es sein. Ich habe keinen Plan, wo ich jetzt überhaupt bin wieder. Ich werde es schon noch finden. Da bin ich zuversichtlich. Gell? Du auch, oder? Ansonsten, cut ich halt. So, irgendwo muss sie sein. Irgendwo muss sie sein. Ich war doch schon ein paar Mal da. Mann. Das ist das Blöde, wenn man hier... nicht komplett durchgehend aufnimmt, sondern halt immer mit Pausen. Weiß man dann manchmal nicht mehr, wo solche Sachen sind. Bin ich jetzt... Höhle? Höhle. Höhle, Höhle, Höhle. Habe hier auf jeden Fall jetzt meinen Dingsbums. Jetzt sehe ich, hier oben ist Norden.
Das ist schon mal schön, weil ich weiß, dass Richtung Norden der Höhleneingang war. Und der war hier irgendwo an irgendwelchen Felsen. Hilfe, ist das ein Hologramm oder was macht ihr da? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Mann, ich habe die Höhle immer noch nicht gefunden. Irgendwo musste die doch hier sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass die hier irgendwo ist. Ich schaue jetzt nochmal in die Richtung hier. Ich glaube aber, da war ich schon. Oder auch nicht. Man, hier schaut alles ziemlich gleich aus. Und ohne so richtige Minimap oder sowas komme ich einfach mittlerweile nicht mehr zurecht. Da ist die Höhle. Ha! Endlich. Muss ich danach später nur wieder meinen Dino finden. Jo, irgendwo müssten hier jetzt doch Kristalle sein. Ihr seid alle die bösen Kristalle und die bösen Lecks. Seid die bösen Leckkristalle. Nein, euch kann ich nicht abbauen. Wenigstens haben wir hier drin jetzt ein bisschen Licht. So, ich bin jetzt hier rumgerannt und habe den hier gefunden. Es gibt hier drin Schlangen und ich glaube, die können einen, wenn sie einem zu nahe kommen, hier dingsen, ja, vergiften. Der hatte aber ein paar, also zwei von diesen Entgiftungsbärchen dabei sind's, glaube ich. Und hier, was ist dieses Grüne hier eigentlich? Bist du irgendwas Schönes? Kann ich dich looten? Kann ich dich abbauen? Loot Crate, okay. Primitiver Trike-Sattel, das bringt mir ziemlich wenig, den kann ich selber bauen. Kommt jetzt hier noch irgendwas Böses? Ist im Wasser noch irgendwas Böses? Sollte ich hier nicht da sein? Schauen wir mal, hier sind auf jeden Fall Kristalle. Ich wollte ja eigentlich nur Kristalle haben. Nur ein paar. Hilfe! Nein, nicht schon wieder so ein Ding. Moment. Bin vergiftet. Wenn ich sieben. Wenn ich dieses Dimmbärchen. Ich bin ohnmächtig, aber die Ohnmächtigkeit geht wieder runter. Heißt es, ich hab's überlebt, ohne dass mir irgendwas jetzt angekommen ist und mich gekillt hat. So, Ohnmächtigkeit ist weg. Das ist böse. Wieso vergiftet einem hier alles? Alles nur wegen dir. Ach, du gibst mehr Akitin. Okay. So, Moment. Fünf. Seid ihr hier noch Kristalle in der Erde? Ja. Aber das war's auch schon. Seid ihr nämlich wieder explodiert? Muss nur schauen. Ich fand die Höhle mal eigentlich recht angenehm. Jetzt weiß ich, es ist lauter voller böser Dinge, die einen versuchen umzubringen. Würde schauen, dass ich mich ein bisschen mit Metall ausrüste. Hier ist es jetzt ein bisschen ruhiger. Wieso bekomme ich hier Steine raus? Ich brauche eigentlich richtig viel Metall. Mein Inventar ist überladen. Muss ich das hier mal kurz schauen, wie ich das am besten mache? Was ich ganz vergessen hatte, die Kristalle wiegen ja auch richtig, richtig viel. Aber ich brauche das Metall eigentlich auch ziemlich dringend. Die Kristalle müssten wir jetzt eigentlich genug haben. Metall. Wie machen wir das am besten? Vor allem können wir da noch fliegen. Ich gehe jetzt erstmal wieder raus. Das ist mir jetzt alles zu gefährlich hier drin. Du liegst noch schön da. Du hast eh nichts Gutes für uns. Und ich glaube, hier oben rechts bin ich reingekommen. Ich will jetzt eigentlich eher weniger sterben. Bitte. Moment, trinken kann ich mal wieder einen Schluck. Ausruhen müsste ich mich auch mal. Habt ihr noch? Nee, ich kann mal nicht abbauen. Los. Ja, schön machst du das. Müssen wir schauen, dass wir noch von dem anderen kommen. Bei dem Kampf ist auch leider ein Rüstungsteil von mir zerbrochen. Das ist blöd und ich. So, muss mal schauen. Als der Kampf war, habe ich gerade mein Mikrofon ausgehabt. Das war blöd. Deswegen. Hier oben. Ich glaube, hier unten gibt es auch nur noch Verderben. Wir können mal in die Box reinschauen, wenn jetzt hier auf den ersten Blick nichts Böses da mehr rumsteht. Da unten ist was Böses. Da unten ist sehr viel Böses. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Verfolgt's mich? Gut. Es sind hier lauter böse Sachen. Nein, kann ich auch nichts abarbeiten. Abbauen. Also ich sollte vielleicht doch nicht so unbedingt in der Nähe von sowas wohnen hier.
Ich habe keinen Plan, wie lange die Folge schon geht. Ich würde aber sagen, wir suchen uns beim nächsten Mal einen Weg zurück nach Hause. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.